Ihr lieben Freunde meines Kanals, ihr erinnert euch bestimmt noch daran, wir haben vor ein paar Tagen darüber geredet, dass die rune-schamanistische Wut der Horde einen ziemlichen Vorteil in Raids und auch in kleinen Gruppen, aber vor allem in Raids bringt, denn die Menge an Mana, die da zurückgegeben wird, das ist schon ziemlich OP und das sieht jetzt auch Blizzard so. Deswegen haben sie jetzt heute bekannt gegeben, dass es mit dem nächsten Balance-Update, das wird es am 17. April in Europa geben, da wird es eine Anpassung für Siegel des Märtyrertums geben. Also kein Nerf für die Horde zum Glück, dafür aber ein Buff für die Allianz. Und zwar möchte Blizzard erreichen, dass Siegel des Märtyrertums ungefähr genauso viel Mana zurückgibt wie schamanistische Wut. Die Entwickler haben auch gesagt, dass sie sehr bewusst lieber das Siegel des Märtyrertums buffen, anstatt schamanistische Wut zu nerfen. Einfach damit der Flow der aktuellen Sunken Temple existiert, dass der nicht davon irgendwie unterbrochen wird. Deswegen gute Nachrichten also für die Allianz und für alle Paladine, euer Siegel wird jetzt mächtiger. Und falls ihr da irgendwie ein bisschen neidisch auf die Schamanen wart, müsst ihr da nicht mehr sein. Hoffentlich funktioniert das Ganze auch so, wie sich Blizzard das gedacht hat. Und nicht am Ende wird wieder alles bonkers und das Siegel gibt dann viel mehr Mana zurück als schamanistische Wut. Da müssen beide nochmal genervt oder gebufft werden. Ich hoffe einfach, dass es gleich auf dem ersten Anlauf funktionieren wird. Und wo wir gerade über Paladine sprechen, gab es einen sehr interessanten Artikel bei Wowhead über den Tauren Brave Stone Torch. Den gibt es erst seit der Season of Discovery und der war in Phase 1, war er Teil der Questline, wenn ihr das leeren berührte Gear euch herstellen wolltet. Jetzt kam er in Phase 3 zurück und zwar als Teil der Aufgaben, die ihr erledigen müsst, wenn ihr die Rune Hammer der Rechtschaffenen auf Seiten der Allianz euch besorgen wollt, also eine Paladin-Rune. Und da wir ja wissen, dass er auch schon in Phase 1 von seiner Göttin Anshe gesprochen hat und Anshe als das rechte Auge der Erdenmutter zum einen Teil der Tauren-Mythologie ist, zum anderen aber auch die Sonnengöttin. Und da wir jetzt auch wissen, dass er Teil einer kleinen Aufgabenreihe für eine Paladin-Rune ist, da liegt ja dann die Vermutung nahe, dass er ein sogenannter Sonnenläufer ist. Vielleicht sogar der allererste Sonnenläufer. Sonnenläufer gibt es eigentlich erst ab Cataclysm. Und zwar sind es die Tauren-Paladine. Denn Tauren konnten ab Cataclysm auch Paladin werden. Das funktioniert dort über die Sonnengöttin und Sonnenläufer. Und dementsprechend hat man dann da die Paladin-Fähigkeiten auch in die Tauren reinbekommen. Und das ist natürlich jetzt eine super interessante Sache, dass wir mit Brave Stone Torch einen sogenannten Sonnenläufer, also einen Tauren-Paladin maybe, jetzt auch in der Season of Discovery bereits am Start haben. Bedeutet das, dass vielleicht sogar Tauren-Paladine Teil der Season of Discovery werden können? Ich glaube es ehrlicherweise nicht, dass Blizzard sich plötzlich dazu entscheiden würde, in Phase 5 oder dann später noch eine neue Klasse hinzuzufügen. Das glaube ich wie gesagt nicht. Interessant ist der Gedankengang ja trotzdem. Ich meine, mit SOD kam ja auch ein Death Knight NPC mit ins Spiel. Ich glaube, das sind eher so diese kleine Momente, die Blizzard erzeugen will, in denen wir wissen, wenn wir wissen. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Tauren-Paladine jetzt noch ins Spiel kommen. Ich glaube, das würde auch zu sehr, sehr viel Unmut, vor allem in Classic, führen. Ich meine, die Kommentare dazu bei Wowhead, die gehen natürlich hin und her. Die einen sagen, nein, auf keinen Fall. Die anderen sagen, klar, Tauren-Paladine und Zwergenschaman. Das wäre ja irgendwie schon ziemlich cool. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe das Ganze aus einem kleinen Artikel bei Wowhead, den verlinke ich euch auch. Ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass es sich bei Stone Torch um vielleicht den ersten Sonnenläufer handelt, ist das Item, das ihr für die Paladin-Rune von ihm bekommt, nämlich Symbol des Glaubens. Und zwar steht in dem Item drin, ein Symbol des Glaubens, ein Geschenk von jemandem mit neu entdeckter Bestimmung. Also könnte Brave Stone Torch wirklich der erste Sonnenläufer und damit auch der erste Tauren-Paladin sein. Aber warum versteckt er sich dann bis zum Kataklysmus, bevor er sein Wissen weitergibt? Oder ist er vielleicht auch nur ein Zeitreisender? Am Ende ist das Ganze natürlich so ein kleines Geschmäckle, was uns Blizzard in der Season mit dazu gibt, damit wir wissen, wie gesagt, wenn wir wissen und dann wissen wir und dann freuen wir uns. Die Idee wäre aber ziemlich witzig, aber ich glaube, sowas in den Classic Client reinzubringen, wäre auch schon verdammt aufwendig. Okay, ihr lieben Freunde meines Kanals, das soll es für heute gewesen sein. Und wie immer an dieser Stelle,
Falls ihr noch auf der Suche nach einer Stammgruppe seid für den Sunken Temple Raid oder auf der Suche nach einer Community oder einer Gilde, dann schaut doch einfach bei uns auf Discord vorbei. Wir spielen auf dem PvE-Server Wildgrove auf Seiten der Horde und den Link zu Discord, den findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz doll fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, haut rein, gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.